Hallo, guten Tag, herzlich willkommen bei Landhausgarten. Heute wird ausgesät. Heute ist der 23. Februar. Wir haben schon für unsere Kübel- und Gewächspflanzen im Januar ausgesät. Da habe ich euch regelmäßig mitgenommen. Aber natürlich auch für den Freiland kann man bis Mitte, Ende März aussehen. Wir sehen heute Ende Februar mit euch aus und nochmal als Erinnerungshilfe für alle die, die jetzt erst anfangen. Ich sehe heute im Garten aus, weil das Wetter toll ist. Wir haben 19 Grad. Deswegen kann es auch sein, dass ihr Hintergeräusche noch im Hintergrund hört von Nachbarn, Vögel, die zwitschern. Aber das soll uns ja auch gar nicht stören. Im Vorfeld habe ich wie immer die Körner rausgeholt. Hier an der Seite habe ich alles beschriftet. Ich fange von der Seite an. Das ist diese Paprika. Man kann, was ich eben noch nicht gesagt habe, sowohl noch Paprika und auch noch Tomaten sehen. Auberginen auch. Gurken kommen erst später. Ich habe mir wieder Wasser abgekocht, wie auch schon bei der Aussaat fürs Gewächshaus. Ich habe auch Ende Januar, Anfang Februar zum Teil viele Sorten auch schon für den Freiland fertig gemacht. Heißes Wasser bzw. kochendes Wasser mache ich aus dem Grund, damit ich eine gewünschte Wärme habe, weil am Ende kommt noch dieses Gewächshausdeckel drauf. Gleichzeitig hat es aber auch eine desinfizierende Wirkung. So, ich drücke die Erde nochmal schön an. Es ist schön warm, dampft sogar ein bisschen. Und jetzt nehme ich mein Pikierstäbchen und mache etwa 1 cm Löcher rein. Das ist jetzt nass, das ist super. Dann haftet das Korn sehr gut. Dann nehme ich Korn für Korn und sehe mein Saatgut in die Anzuchterde. Dies ist übrigens eine Anzuchterde, Leute. Bitte erst am Anfang Anzuchterde verwenden und erst später, wenn die Pflanzen 4-5 Wochen sind, könnt ihr Gemüseerde verwenden, Blumenerde, Pflanzerde, Erde, die mehr Nährstoffe hat. So, ich habe wieder alles mit Liebe angedrückt. Das ist auch beschriftet, das ist die richtige Sorte. Dann geht's weiter. Ich drücke auch hier ein bisschen die Erde an, mache wieder meine Löcher rein, nimm mein Saatgut und bringe es wieder Korn für Korn in die Erde. Mein Deckel lasse ich 2 bis 3 Tage jetzt drauf. Die Keimtemperatur sollte 22 bis 24 Grad betragen. Könnt ihr jetzt schon auch schön hell stellen. Ah, ich habe gerade ein Saatkorn gesucht. So. Wunderbar, das wird wieder mit Liebe angedrückt. Die ersten 3 Tage mache ich nichts nass, das ist so wie es jetzt ist, nass genug. Dann nehme ich nach 3 Tagen den Deckel auf, stecke meinen Finger rein und überprüfe das. Meistens ist es aber dann so weit, dass man wieder vorsichtig angießen soll. Dann aber weiter mit kaltem Wasser. Ich benutze übrigens gerne Regenwasser für meine Jungpflanzen. So, Paprika hat etwa eine Keimzeit von 10 bis 15 Tagen, nicht wundern. Tomaten hingegen 5 bis 9 Tage etwa, je nach Sorte, die ihr habt. So. Das drücke ich auch wieder mit Liebe an. Und jetzt mache ich noch die letzte Sorte. Wenn ihr jetzt ausseht, braucht ihr nicht unbedingt eine Beleuchtung, weil die werden schon im März keimen. Wer eine hat, das schadet nicht. Es hilft den Pflanzen. Unsere frühe Aussaat, die ich im Januar, Februar gemacht habe, unsere Jungpflanzen standen täglich 12 Stunden circa unter der Spider SF 600. Und es sind tolle Pflanzen geworden. Obwohl ich schon viele Freilandsorten habe, habe ich natürlich ein paar, die ich jetzt noch mache. Das ist aber jetzt auch das letzte Aussaatvideo und soll vor allen Dingen denen helfen, die etwas später anfangen. Aber ihr könnt euch auch gerne die alten Videos gucken. Ich werde sie euch am Anschluss verlinken. Jetzt kommt nur noch der Deckel drauf, es wird warm gestellt und ein bisschen Geduld ist jetzt gefragt. Nach 3 bis 4 Wochen werdet ihr bei den Tomaten schon pikieren können. Paprika hängt davon ab, wie schnell sie jetzt keimt, ansonsten einfach eine Woche später. Pikieren ist ganz einfach, sobald das erste richtige Blattpaar nach den Keimblättern kommt, könnt ihr schon pikieren. Und nachdem ihr die in den Töpfen umpikiert habt,
und die noch größere Wurzeln haben sollen, empfehle ich dann nochmal nach 4 Wochen die Pflanzen in nochmal größere Gefäße zu pikieren.